Heute wollen wir also Bram-Poker in Balatro ausprobieren und da haben wir es mit einem ganz besonderen Vampir-Joker zu tun, der mal wieder ewig ist, wir kriegen den also nicht weg und das bedeutet, wir können eigentlich keine Karten mit irgendeinem Bonuseffekt spielen, weil der Bonuseffekt dann ja immer sofort aufgesogen wird. Wir wollen aber trotzdem schauen, dass wir auch unseren Vampir da ordentlich einbinden. Da müssen wir mal sehen, wie wir das am besten hinbekommen. Am besten natürlich schon von Anfang an mit diversen Sachen ausstatten. Aber ja, das könnte sich als schwierig erweisen. Na gut, wir haben aber sofort ein Full House. Dann machen wir diese Asse zu Multkarten. Und schauen mal, welche Tarotkarten durch den Herrscher gegönnt werden. Noch einmal Multkarten. Die andere Sache hingegen ist komplett egal. Wird also verkauft und dann füttern wir mal. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir haben ja auch diverse Möglichkeiten, hier unser Deck prinzipiell zu erweitern. Aber das bringt ja auch Nachteile mit sich. Weil wir dann unser Deck immer mehr mit Karten füllen würden. Und wir nicht mehr genau wüssten, ja, ist das jetzt noch genug oder nicht? Kann ich da überhaupt noch an Formationen rankommen, die ich so haben will? Ich würde sagen, wir nehmen den grünen Joker nochmal mit rein. Und anstatt hiervon eine Karte zu kaufen, gucken wir uns das Himmelspaket genauer an. Wir stufen Flash auf. Und gehen in die nächste Runde. Wir haben also diverse Joker und Gutscheine hierbei. Beide Gutscheine, die sorgen dafür, dass wir eben auch mehr Spielkarten, möglicherweise eben auch mit Effekten, direkt immer im Shop kaufen können. Aber da müssen wir mal sehen, ob sich das so arg lohnt. Ich bin da kein großer Fan von, weil ich mir denke, je mehr ich das Deck vergrößere, desto weiter gefächert wird eben auch die Möglichkeit, dass wir falsche Karten sehr früh in der Hand haben und damit nicht mehr so gut planen können. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich so Bonuskarten und so weiter selber zu erzeugen durch Tarotkarten. Da sollten wir vielleicht eher hingehen. Okay, Straight wird verbessert. Und ich guck noch mal in dieses Himmelspaket rein. Drilling wird verbessert und wir gehen in die nächste Runde. Gut, ich würde jetzt gerne auf Abwürfe verzichten für den grünen Joker. Daher werde ich jetzt einmal die höchste Karte spielen und eher auf einen Flush hinarbeiten. Okay, wir haben schon relativ viel Karo dabei. Wir haben aber auch ein Full House hier. Ein Full House ist auch gut. Ja, spielen wir das erstmal. Damit kommen wir auch in der Ante 1 durch noch. Alles in Ordnung. Wieder mal ein Himmelspaket öffnen. Und Full House wird verbessert. Nächste Runde. Hier würde sich wohl ein Straight am ehesten eignen. Deswegen hoffe ich mal auf eine baldige Ankunft der Dame. Jo. Sehr schön. Kein Abwurf benötigt. Ja, die spielen auch gut zusammen, die beiden. Der grüne Joker und der Vampir, das geht gut. Wir holen uns hier nachher ein paar Glückskarten. Wir holen uns eine Steinkarte. Und wir öffnen das Arcana-Paket. Ja, wunderbar. Wir machen ein paar mehr Glückskarten. Nee, warte mal, noch nicht. Noch nicht. Erst einmal wird die 4 in eine Steinkarte verwandelt. Dann diese 2 in Glückskarten. Und anschließend holen wir uns der Narr, um noch mehr Glückskarten später zu erzeugen.
dann passt das nämlich ganz gut. Dann kriegen wir noch mehr verschiedene tolle Glückskarten mit rein. Das ist schön. Okay, einmal die höchste Karte bitte spielen. Da haben wir den Buben und damit können wir auch einen Straight spielen, nur fast mit Glückskarten. Da kann sich Dracula hier bedienen. Wunderbar. Der Multiplikator auf dem Multiplikator hat schon die Höhe von 1,8 angenommen. Genau so wünsche ich mir das. Geld mal verdoppeln. Wir öffnen das Clowns-Paket und nehmen Gesindel mit rein. Dann holen wir uns noch mit der Teufel später eine Goldkarte dazu. Und dann passt das soweit. In Ordnung. Ja, gesichtsloser Joker brauchen wir nicht, wenn wir hier nicht abwerfen wollen. Daher eher mäßig sinnvoll. Wir spielen einmal ein Asspaar. Wir machen aber das eine Ass auch schon wieder zu einer Goldkarte. Dann hat sich das auch gleich erledigt. Jo, dank der Eiscreme sind wir hier eh sofort durch. Da freue ich mich. Super. Gesichtsloser Joker wird verkauft. Eremit wird angewandt. Damit haben wir ganz, ganz viel Geld. Kristallkugel wird eingelöst. Der Rest wird ignoriert. Der Small Blind bitte. Wir haben Platscher bekommen. Das ist sogar für uns gerade sehr gut. Weil wir hier ja doch schon häufig in die Lage kommen, dass wir unnötige Hände spielen, wo wir sehr viel einfach nur verschwenden. Daher finde ich da gerade die Möglichkeit, dass sämtliche Karten berücksichtigt werden, ziemlich gut. Arcana-Paket öffnen. Jo, super. Wir holen uns wieder eine Steinkarte und machen zwei Karten zu Glückskarten. Super. Drilling lassen wir mal. Wir gehen in die nächste Runde rein. Big Blind. Beinahe ein Straight, aber eben nur beinahe. Wieder nicht ganz. Ich glaube aber, dass wir mit der einzelnen höchsten Karte hier eh schon durchkommen. Daher passt das schon. Ja, super. Die Eiscreme. Ja, mal gucken, wie lange wir die noch berücksichtigen in unseren Plänen. Wir öffnen erst einmal die Booster-Pakete. Ich nehme den Herrscher und habe damit die Option, mein Geld wieder zu erhöhen dank Eremit und später eine Glaskarte zu generieren. Cool. Dann würde ich sagen, Straight verbessern. Wir ziehen einmal neu und gehen in die nächste Runde rein. Wir arbeiten auf einen Straight zu. Wir machen eine der Karten schon mal zu einer Glaskarte. Dann hat unser Vampir einen kleinen Happen für zwischendurch. Und super. Ja, alles klar. Passt perfekt. Genauso wollen wir es haben. Also mir ist das schon ganz lieb, dass wir hier auch eine geordnete Struktur im Deck haben. Und das eben nicht irgendwie ausufern lassen mit verschiedenen, ja, keine Ahnung, wie man es sagen soll, mit verschiedenen zu vielen Karten, die irgendeine Höhe nur haben. Und damit, ja, also man kauft die dann ja nur, weil sie Effekte haben, aber weniger, um zu planen, welche Handtypen man spielen kann. Das sollten wir vermeiden. Ich nehme Gesindel, nee, ich nehme Eiscreme raus und hole mir die Blitzkarte mit rein, um den Multiplikator ein bisschen später zu erhöhen.
Und ich glaube, Planetenhändler lösen wir sofort ein. Ich hätte gerne weniger Spielkarten immer wieder dabei, sondern vielmehr die verschiedenen... Wie heißt es? Die verschiedenen... Tarotkarten, Planetenkarten. Das sollte ein bisschen besser sich mal verteilen. Weil gerade haben wir primär Spielkarten und ich will ja keine neuen in das Deck reinnehmen. Das nervt gerade eher als alles andere. So. Wie sieht's aus? Kommen wir damit gleich durch? Ja, wir haben ein Full House dabei. Sehr schön. Das sollte passen. Die Kraftkarte, die Tarotkarte, habe ich mir für alle Fälle geholt, falls wir auch beim letzten, bei der letzten Hand nicht einfach so an ein Full House rankommen. Das ist quasi eine kleine Notreserve. Wir ziehen einmal neu und verbessern straight damit. So, jetzt haben wir wenig Geld, aber mal sehen. Ja, dann machen wir hier noch eine weitere Goldkarte und arbeiten damit. Oder natürlich auch, wenn wir nicht nur ein Full House vielleicht haben, arbeiten wollen, sondern ein Straight, dann können wir natürlich die Kraftkarte genauso nutzen. Das Wichtige ist ja nur, dass wir überhaupt da dann jeweils hinkommen. Full House und Straight sind beide verbessert. Ich lasse mir mal die 9, falls wir das wirklich gleich auch brauchen sollten mit der Kraftkarte. Ja, sieht so aus. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob wir damit jetzt schon weiterkommen würden. Ach, ich habe es falsch gemacht. Ich habe zu viel gelabert. Aber egal, auch mit 2 Paaren kommen wir hier durch, wenn wir eine volle Hand haben. Ja, ja. Ich wollte eigentlich noch einen Buben und eine 10 damit erzeugen und nicht andersrum. Aber ich habe mich verquatscht. So, wir nehmen den Herrscher. Wir verkaufen aber die Sternkarte und haben dann auch nochmal die Herrscherin. Wir bekommen also wieder ein paar Bonuskarten für wenig Geld. Alle Pik-Karten werden geschwächt, das ist nicht schlimm. Denn wir spielen erst einmal diese. Die Geschwächten kommen natürlich auch gleich weg. Dann arbeiten wir auf ein Straighten. Passt schon. Oder ein Full House, warum nicht? Dann nehmen wir das Full House. Und sind sofort weg. Wunderbar. Full House wird auch gleich mal verbessert und dann wird das Arcana-Paket sich angesehen. Ja, wir holen wieder der Herrscher. 2 weitere Tarotkarten. Wir nehmen der Nah auch gleich in Anspruch und nehmen noch einmal der Herrscher. Nicht so viel Gutes. Der Gehängte bringt wieder Unordnung rein. Aber vielleicht können wir die Schwächsten mal aussortieren. Okay, wir holen uns eine Wildcard und spielen diese aus. Ich arbeite diesmal also auf ein Full House hin. Mal sehen, ob es klappt oder nicht. Aber wenn nicht, haben wir auch noch 3 Abwürfe zur Verfügung am Ende. Genau. Okay. Wir zerstören mal diese Karten. Werfen ab. Werfen ein weiteres Mal ab. Wir haben ein Full House, wenn auch nicht mit dem Ass wie von mir beabsichtigt, aber egal. Der grüne Joker hat mittlerweile einen Mult von plus 25. Das ist okay. Wir öffnen das Himmelspaket.
Ich glaube, die Blitzkarte nehme ich mal gleich raus. Ich gebe ihr noch eine Chance, danach sehe ich weiter. Ja, das Ding ist, wenn wir halt doch sofort mal einen Straight oder so spielen können, dann geht es schon gut, ne? Okay, Arcana-Paket öffnen. Wir holen uns wieder zufällige Tarotkarten rein. Nicht so prickelnd, aber vielleicht die Hohepriesterin. Die könnte helfen. Das Paar aufwerten sehe ich nicht. Flash schon eher. Ja, das machen wir mal. Gut, wir gehen in die nächste Runde. Alle Karo-Karten werden geschwächt. Ja, nicht so schön. Also es fängt auch nicht gut an. Dann einmal so. Immer noch kein Straight, also es wird ein bisschen eng hier langsam. Wir bräuchten eine 10, die haben wir nicht. Wir werfen ab. Wir werfen erneut ab. Immerhin. Ja, also die Blitzkarte hilft leider so gut wie gar nicht. Ich glaube, da bekommen wir durch Gesindel vielleicht irgendwas Besseres. Aber erst einmal nehmen wir den Aktualisierungsüberschuss oder... Ja, wir nehmen Aktualisierungsüberschuss rein. Jetzt könnte sich das halt wieder lohnen mit der Blitzkarte. Ich gebe Gesindel ab und öffne das Clowns-Paket dafür. Wir nehmen Karten Schaf mit rein. Okay, 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 okay. Vielleicht ergibt sich hier gerade doch noch etwas. Wenn wir jetzt weniger zahlen müssen für die Aktualisierung, dann kann es sich rentieren, die nicht alle jetzt sofort weggegeben zu haben, die Blitzkarten-Joker. So, spiele ich jetzt das Full House. Und damit sind wir auch wieder raus. Also, Karten Scharf hat einen schönen hohen Multiplikator auf den Multiplikator. Mal 3. Ergänzt sich dann gut mit der Vampir. Damit sollten wir hier besser vorankommen. Wir ziehen einmal neu. Und gehen in die nächste Runde. Big Blind. Wir brauchen einen Buben. Wird aber noch nicht gegönnt. Dann schauen wir mal. Jetzt aber. Und wir haben ja auch noch Platscher dann dabei. Ach nee, Quatsch. Ich habe an Dämmerung gerade gedacht. Aber auch so ist es vollkommen okay. Das ist hoch genug, der Multiplikator. Wir ziehen einmal neu und gehen weiter. Ein Full House kommt hinterher. Jetzt wird es halt ein bisschen Ratespiel, ne? Was machen wir hier am besten? Wenn wir die jetzt mit reinnehmen, dann sind das 5 Bildkarten. Ich glaube, ich werde lieber die Abwürfe nutzen und jetzt immer alle Nicht-Bildkarten abwerfen, um halbwegs sicherzustellen, dass die meisten mit demselben Rang gleich links sind. Damit wir vielleicht einen Drilling oder Vierling oder eben auch ein Full House haben, dann sollte es passen. Ja, super.
Hier sind wir geschmeidig rausgekommen. Okay. Ante 7 warte. Dann wollen wir da auch nicht lange rumdödeln, sondern wir verbessern einmal straight. Oder nein, wir ziehen neu. Wir ziehen nochmal neu. Wir lassen die Formation soweit. Es läuft relativ gut. Am Ende wartet die Mauer auf uns. Okay. Dann arbeiten wir doch mal aber Richtung straight hinne. Da müssen wir bei der Mauer aber vermutlich gucken, dass wir doch die Abwürfe häufiger nutzen. Damit wir vielleicht gleich zwei Straights hintereinander ballern können. Dann freut sich Karten scharf und wir bekommen einen hohen Multiplikator auf den Multiplikator rauf und sind dann relativ sicher draußen. Ist also auch keine wilde Geschichte, aber es wirkt erstmal immer so furchteinflößend, ne? Neu ziehen und nächste Runde. Big Blind. Ein Full House gleich am Anfang. Ja, der Straight wartet kurz auf sich. Oder lässt auf sich warten. Naja, wir haben noch ein paar Abwürfe. Es wird alles gut. Abwerfen. Da ist es schon. Wunderbar. Okay, das heißt, mit einem normalen Straight könnten wir auch schon 40.000 Punkte machen. Aber dann natürlich mit Kartenscharf, wenn wir das dann noch jeweils raufballern, nochmal ein Ticken mehr. Dann ziehen wir einmal neu. Blitzkarte wird damit auch immer besser, das freut mich. Wir gehen in die nächste Runde. 140.000 müssen geschafft werden. Wir werfen einmal direkt ab. Wir werfen ein weiteres Mal direkt ab. Wir wollen von Anfang an ein Straight spielen und das dann genauso immer weitermachen. Jetzt haben wir aber auch keine Abwürfe mehr. Wir müssen also liefern hier. 40.000. Das ist gut. Wir brauchen ein Ass oder eine 9 nachher. Wir haben keine Abwürfe mehr. Da ist das Ass und wir schauen mal. Ja, wunderbar. Genauso wünscht man sich das. Damit gehen wir also in die Ante 8 und können nun einmal neu ziehen und noch einmal neu ziehen. Und dann gehen wir in die nächste Runde rein. Die Bernsteineiche wartet am Ende auf uns. Ja, das ist nicht so wild. Das ist okay. Da freue ich mich ja fast drauf. Da brauchen wir nur 100.000. Da werden zwar unsere Joker ein bisschen umhergewirbelt, aber alles kein Problem. Auch da sollten wir einfach dieselbe Strategie wie eben gegen die Mauer fahren. Einfach immer gucken, dass man direkt am Anfang einen Straight raushaut und dann noch einen. Dann sollte die Reihenfolge nicht so eine große Rolle spielen. Wir ziehen nochmal neu und gehen in die nächste Runde. Gibt 1 Dollar pro gespielte Hand in diesem Durchlauf. Wir würden also 58 Dollar bekommen. Ja, aber dadurch, dass wir die hier kaum noch nutzen können, bringt uns das herzlich wenig. Sehr schön. Ein Straight ist da. Hurra, hurra. So, jetzt brauchen wir fast nur noch irgendwas am Ende. Aber mal gucken. Wir haben noch 3 Abwürfe wieder übrig. Im schlimmsten Falle. Aber der Straight kommt auch so. Wir sind gut vorbereitet. In Ordnung. Also ja, unser Vampir wurde gar nicht so arg gefüttert, muss man zugeben. Aber ich denke, es läuft doch halbwegs okay. Wir ziehen noch einmal neu für das allerletzte Mal und können uns gleich auch noch ein paar Glückskarten holen.
Und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wenn wir jetzt abwerfen, werden wir sehen, wo der grüne Joker ist. Den sollten wir ganz nach links ziehen, damit wir auch da sicher gehen können, dass wir immer, immer schön, ja, auch mit dem Multiplikator auf dem Multiplikator gesegnet werden. Dann haben wir hier unseren ersten Straight. Wir machen wieder ein paar Glückskarten. Dann sehen wir auch gleich, wo unser Vampir ist. Ah, hier ist er. Okay, sehr gut. Ich habe leider nicht alles gesehen. Aber ich bin schon recht happy. Das sieht gut aus hier. Wir haben hier wieder einen Straight parat. Und damit sollten wir raus sein. Fantastisch. Also die Bernsteineiche wurde erledigt und damit auch diese Herausforderung in Balatro. Damit kommen wir hier richtig, richtig gut voran. Und beim nächsten Mal werden wir uns im Zerbrechlich-Modus mal umschauen. Da haben wir gleich zweimal, ups, alle Sechsen. Und das ist ja super, weil damit die Wahrscheinlichkeiten verdoppelt werden. Aber es sind negative Joker und dazu auch noch ewige. Wozu brauchen wir denn so hohe Wahrscheinlichkeiten? Glaskarten. Die zerbrechen also natürlich bei jeder Nutzung. Auch hier sollten wir wieder schauen, dass wir irgendwie mit der Situation umgehen können. Aber ganz, ganz viele Tarotkarten und Joker und so weiter sind eben hier auch schon mal einfach verboten worden, womit wir nicht so leicht an andere Karten herankommen. Schaltet gerne wieder ein, ich würde mich freuen, macht es gut, bye bye.